habe mir den Herbst richtig cool vorgestellt, denn ich assoziiere mit Herbst und Winter so diese cozy Study-Zeit, in der man sich Kerzen anmacht, sich einmummelt und dann schön lernt. Und jetzt ist der Herbst da und irgendwie ist es doch eher ein bisschen blöd alles, weil ich bin gar kein Fan davon, wenn es so schnell dunkel wird, man die ganze Zeit nur im Dunkeln irgendwie lernen muss und dann fühle ich mich doch eigentlich eher müder und trister und gar nicht so motiviert zum Lernen. Vielleicht geht es euch ähnlich und ihr habt auch ein paar Probleme, jetzt zu dieser dunklen Jahreszeit produktiv zu sein. Ich habe jetzt mal einige Tipps von mir rausgesucht, die ich ein bisschen befolge, was ich gerade versuche zu machen und werde sie heute mal mit euch teilen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Lern- und Schultipps. Let's go! Als allererstes habe ich mir angewöhnt, jetzt im Herbst und im Winter meinen Tagesrhythmus ein bisschen zu ändern. Normalerweise habe ich es zum Beispiel so gemacht, dass ich auch gerne tagsüber mal was gelesen habe, tagsüber mal so am Handy war, auf der Couch war oder so. Und jetzt versuche ich es eher so, dass ich diese Aktivitäten, für die ich nicht viel Energie brauche und für die ich auch kein Licht oder irgendwie sowas brauche, dass ich die wirklich am Abend mache. Also dass ich nur abends lese und tagsüber den Tag dann eben nutze, das Licht nutze, die gute Energie nutze für Aufgaben, die eben diese Energie brauchen. Ich plane meinen Tag jetzt wirklich ein bisschen danach, wie ich am meisten Tageslicht bekomme. Ich öffne die Vorhänge, ich arbeite in Räumen mit großen Fenstern, ich versuche irgendwie mal draußen mir Essen zu holen oder irgendwie sowas, gerade wenn ich halt in der Uni bin, klappt das ganz gut, dann bin ich eh den ganzen Tag unterwegs. Also versuche so meinen Alltag eben dementsprechend zu planen. Eine Sache, die ich schon immer mache, aber jetzt noch viel wichtiger erachte in der dunklen Jahreszeit, ist es für mich, Lernpläne und To-Do-Listen zu schreiben. Denn oh mein Gott, es ist so schlimm, diesen großen Haufen an Aufgaben zu haben und gar nicht zu wissen, wo man anfangen soll. Weil ich finde nämlich, die Motivation ist jetzt zu der Jahreszeit noch schlimmer, als sie im Sommer vielleicht echt ist. Und wenn man dann nicht weiß, wo man anfangen soll, weil alles so erschlagend ist, weil das so viel ist, bin ich noch weniger motiviert, was zu machen. Daher verwende ich auch da meine Methoden, die ich immer verwende, also sei es jetzt irgendwie 5-Minuten-Regel, Power-Hour, Aufräumen, blablabla. Ich habe da ja so mehrere Methoden, Motivationsmethoden, Produktivitätsmethoden, die ich immer anwende. Die findet ihr noch in anderen Videos von mir, aber genau diese Methoden versuche ich jetzt noch stärker eben anzuwenden und da vor allem auch eine Priorisierung auf die To-Do-Listen zu legen und mir genau einzuplanen, wann ich was mache. Was ich auch richtig cool finde, ist, sich gemeinsame Ziele zu setzen. Denn ich glaube, den allermeisten Menschen geht es gerade so, dass sie im Herbst nicht so motiviert sind oder sich vielleicht ein bisschen trister fühlen als im Sommer. Mir hat das voll geholfen, mit Leuten mich darüber auszutauschen und vielleicht gemeinsame Ziele zu setzen und vielleicht auch gemeinsame Calls zu machen, indem man dann eben gemeinsam arbeitet. Zum Beispiel haben jetzt eine Kommilitonin aus der Uni und ich uns ausgemacht, dass wir uns jeden Freitag treffen, also virtuell in einem Meeting treffen und dort mal alles durchgehen, was wir diese Woche an der Uni gelernt haben für 1-2 Stunden. Das ist halt wirklich cool, wenn man so nochmal alles Revue passieren lassen kann, gleichzeitig auch ein bisschen lernt, es eben so aktiv wiederholt und vor allem wirklich diese Accountability hat. So, ich muss dahin gehen. Wir haben diesen Call ausgemacht, ich muss da erscheinen. Und ich finde, diese soziale Verantwortlichkeit ist unglaublich hilfreich, dann wirklich das Ganze durchzuziehen. Also setzt euch gerne gemeinsam Ziele, macht euch so diese Rechenschaft, diese Accountability, diese Verantwortlichkeit und zieht gemeinsam durch. Ich habe auch das Gefühl, dass das Leben zu dieser Jahreszeit ein bisschen monotoner ist. Dass alles irgendwie so langweiliger erscheint, weil man im Sommer irgendwie mehr Möglichkeiten hatte, Dinge zu unternehmen. So schätze ich es zumindest ein. Ich wirke gerade wirklich wie der krasseste Herbst- und Winterfeind. Natürlich ist es nicht so, aber in diesem Video geht es eben darum. Und deswegen mag ich es auch gerne im Herbst, meine Lernmethoden ein bisschen abzuwechseln. Also um zu sagen, hey, heute lerne ich mal mit Karteikarten, morgen lerne ich mit Blurting, übermorgen gehe ich mal in die Bibliothek und lerne da und dann lerne ich wieder hier. Einfach diese Abwechslung, weil ich mag es nicht, wenn das so monoton ist, was es für mich im Herbst oft ist. Weil eben auch die Tage so viel kürzer wirken. Natürlich, ein sehr guter Hack ist generell das Lernen einfach zu romantisieren. Also, Leute, ich habe jetzt hier zum Beispiel verschiedene Kerzen auf meinem Schreibtisch stehen. Ich versuche hier mit Textmarkern ein bisschen was zu machen, mit Pflanzen oder so. Ich bin nicht so der krasseste Ästhetik-Fan. Ich sage immer, man braucht nicht 1000 Textmarker und so, und ich sehe es auch immer noch so. Aber ich finde, auch wenn man das nicht braucht, kann man diese Sachen gut nutzen für die eigene Motivation. Und natürlich das Wichtigste, auch motivierende Sprüche. Ich glaube, der Spruch ist mittlerweile echt bekannt in meiner Community. Super wichtig, trotzdem regelmäßige Aktivität, also körperliche Aktivität, im Tag einzuplanen. Also trotzdem zu sagen, hey, ich gehe jeden Tag raus, gehe mal spazieren, mach Sport oder irgendwie sowas. Diese Komponente finde ich so wichtig und die auch einzuhalten, wenn es draußen nicht so schön ist. Also wenn es regnet,
schneit vielleicht irgendwann und dunkel ist und kalt ist, versuche ich trotzdem rauszugehen und dann zumindest tages nicht in der Zeit für mich zu nutzen, die frische Luft für mich zu nutzen und mich nicht nur den ganzen Tag in meinem Zimmer hier einbunkern, obwohl ich das oft einfach gerne machen würde. Da natürlich auch die soziale Interaktion mit Freunden und Familie aufrechterhalten, sich wie gesagt nicht so also isolieren, gemeinsam die Ziele setzen, gemeinsam durchziehen und vielleicht auch neue Hobbys und neue Interessen suchen, dass man so eine Sache hat, auf die man sich freuen kann, an die man sich so reindenken kann, damit der Alltag eben nicht so monoton ist, wie ich gerade erwähnt habe. Wenn es nun wirklich so ist, dass ihr euch gerade nicht gut fühlt, dass ihr irgendwelche Symptome habt, die schwerwiegend und auch längerfristig sind, dann sucht euch bitte psychologische Hilfe. Dafür ist dieses Video hier nicht gedacht. Natürlich sind es hier keine richtig fundierten Tipps, das sind einfach nur meine Erfahrungen, die ich mit euch teile, wenn ich merke, dass ich im Herbst und Winter nicht ganz so produktiv und motiviert bin wie im Sommer. Und das ist auch normal, dass diese Produktivität und die Motivation ein bisschen schwankt. Aber wie gesagt, ihr solltet schon die Konsultation von Psychologen oder Ärzten in Anspruch nehmen, wenn ihr merkt, dass es wirklich eine Sache ist, die euch sehr stark belastet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch gerade fühlt, wie so die Jahreszeit für euch ist, ob euch das vielleicht gar nicht einschränkt und ihr das gar nicht schlimm findet. Ja, wäre mal interessant zu wissen. Habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und hoffe auch, dass wir uns hier bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.